Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es natürlich rund um den Thema Handel von Optionen, Kauf, Verkauf von Optionen. Und heute wollen wir uns mal wieder über ein Buch unterhalten. Ein gerade neu erschienenes Buch, sehr, sehr dick, sehr viel drin. Und was das Besondere an diesem Buch ist, das besprechen wir jetzt im Video. Also, ich habe es schon gesagt, heute geht es um ein Buch und zwar, es ist wirklich gerade frisch erschienen. Das heißt, ich habe es erst vor wenigen Tagen geschickt bekommen und habe es aber auch schon gelesen. Und zwar heißt das Ganze Gewinnen mit Optionsstrategien. So schaut das Ganze aus und ist von Reinhold Fendt. Ihr seht es hier, ein ziemlich dicker Wälzer. Und das Buch hat auch seinen Preis. Ich glaube, es hat 59 Euro gekostet. Und bevor ich auf dieses Buch ein bisschen eingehe, ich glaube, die meisten werden sich so ein Buch nicht kaufen. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, sie werden dieses Buch vielleicht irgendwo sehen. Wir machen euch auch hier natürlich wieder den Link darunter und dann sehen sie den Preis und werden sagen, oh, 59 Euro für ein Buch, ich bin doch nicht verrückt, das ist viel zu viel Geld. Und dann bin ich mir auch relativ sicher, zur Zeit, als ich das Buch gekauft hatte, hatte es glaube ich nur 2 Bewertungen auf Amazon, die durchweg positiv waren, aber ich bin mir absolut sicher, dass über kurz und lang hier auch Bewertungen kommen werden, wo die Leute sagen, das ist viel zu teuer, das darf nur 30 Euro kosten oder nur 20, ne? Also bla bla bla, so das Übliche. Und da muss ich aber sagen, das ist natürlich ein ganz großes Handicap, was sich da viele selber aufbauen. Ich mache jetzt dieses Geschäft seit 20 Jahren. Das heißt, ich bin seit 20 Jahren an der Börse, seit 10 Jahren mache ich das als Beruf. Nichts anderes mehr außer Börse. Und nichtsdestotrotz kaufe ich mir permanent weiter solche Bücher, bilde mich weiter, auch wenn vielleicht 90% von dem, was hier drin steht, für mich bekannt ist. Aber ich bin einfach der Meinung, wer es in diesem Beruf, und Trading ist ein Beruf, wer es dazu etwas bringen will, der muss sich einfach weiterentwickeln, der muss sich informieren, der muss schauen, was gibt es. Und eine einzige kleine Idee aus so einem Buch, es ist allemal wert, da kann das Buch 500 Euro kosten. Wenn eine gute Idee drin ist, dann kann euch das Hunderttausende von Euros bringen. Ne? Und deswegen, also ein Buch, ob es gut oder schlecht ist, entscheidet niemals der Preis dieses Buches. So, jetzt kommen wir aber zu dem eigentlichen Buch. Reinhold Fendt, der Name sagt vielleicht dem einen oder anderen etwas, der ist nämlich auch schon sehr, sehr lange im Geschäft. Und zwar ist er Chef von Fundamart. Fundamart, das ist eine Firma, die eine Software entwickelt haben. Und das ist auch hier das Besondere an diesem Buch, denn diese Software hier ist im Buch auch mit enthalten. Das heißt zumindest eine Testversion dieses Fundamart-Trackers. Ich persönlich habe mir diesen Fundamart oder die Fundamart-Software schon vor vielen, vielen Jahren mal angeschaut und für mich persönlich entschieden, dass es für mich nichts ist. So, das heißt aber nicht, dass das für alle anderen auch so ist. Kommen wir mal zum Buch. Das Buch heißt also, wie gesagt, Gewinne mit Optionsstrategien erfolgreich in der Königsklasse des Terminhandels. Ne? Also ein gutes Buch ist bei Villay Trading erschienen, also einem amerikanischen Verlag. Ist schön gemacht, also auch von der Qualität her toll gemacht. Große Klasse. Und es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wer sollte dieses Buch lesen. Ich will euch mal eine Seite zeigen, sowas wie hier auf der Seite 308. Ja. Wenn ich als Anfänger so ein Buch gesehen hätte und hätte es vielleicht dummerweise genau auf dieser Seite aufgeschlagen, dann bin ich mir relativ sicher, dann hätte ich es wieder zugeschlagen und hätte es nie wieder angerührt. Ne? Weil dieses Buch ist wirklich auf den ersten Blick nichts unbedingt für Einsteiger. Es ist auch keine reine pure Werbung für diesen Fundamart-Tracker, aber es ist natürlich sehr, sehr viel darauf aufgebaut. Das Buch beschreibt von eigentlich so alles, was man zum Optionshandel wissen muss. Das heißt, was sind die Griechen, was sind Market Maker, was sind Broker. Es bezieht sich sehr, sehr stark auf die Eurex, weil einfach Fundamart, Herr Fendt, eben sehr, sehr viel Eurex oder ich glaube ausschließlich Eurex handelt. Ich halte das aber trotzdem hier vorne für sehr, sehr lesenswert, weil es eben doch immer so ganz,
ganz kleine Dinge sind, wo man sagt, ah, stimmt, so ist das. Also man holt sich es entweder nochmal in Erinnerung oder man hat es. Also wer wissen will, wie genau ist das mit dem Skew und mit der Volatilität und so weiter. Ne? Für den ist das schon ein durchaus interessantes Buch, aber es ist kein Einsteigerbuch. Also wenn du noch nie mit Optionshandel etwas zu tun hattest, dann kannst du dir dieses Buch durchaus kaufen, aber dann stell es an Reihe 3, 4 oder 5 der Optionsbücher, die du lesen solltest, weil sonst ist es einfach aus meiner Sicht heraus zu kompliziert, was überhaupt kein Nachteil dieses Buches ist, sondern es richtet sich eben nur an eine andere Zielgruppe. Grob gesagt, im zweiten Teil dann geht es um Strategien. Es sind super interessante Sachen dabei, allerdings glaube ich auch hier, dass es für die meisten Privatanleger zu kompliziert ist. Ne? Und ihr wisst, ich bin ja persönlich eher ein Anhänger der simplen Strategien, also einfache Dinge machen und wer mich kennt, der weiß, mein Trading besteht zu 90% aus Short Calls und Short Puts, also ganz, ganz simpel. Hier werden eben Strategien aufgebaut mit sehr, sehr vielen Beinen, mit Absicherung, mit Nachadjustierung, mit Umsetzungen, teilweise sehr lange Laufzeiten. Es ist aber trotzdem nicht schlecht, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, weil man bekommt so ein tieferes Verständnis. Also gerade für euch, die ihr vielleicht ein bisschen länger dabei seid, es gibt ja immer so zwei Gruppen. Die einen sagen, oder die einen sind immer auf der Suche nach neuen Strategien, die werden so ein Buch lieben, weil hier natürlich ganz, ganz viel ist. Und dann können sie das mit der Software ausprobieren, können das testen und so weiter. Also das ist eine Testversion dieser Software. Der Test beruht darauf, dass wohl die Daten nur bis, ich glaube, März 2016 in etwa, enthalten sind. Aber die werden das natürlich lieben, ne? Wo man so modellieren kann und was wäre denn, wenn ich jetzt noch ein Bein dazu kaufe und so weiter und so fort. Gehen dann manchmal auch so ein bisschen die Gebühren, werden dann aus den Augen verloren. Aber diese Zielgruppe wird es lieben. Die anderen, die werden sagen, das ist mir zu kompliziert. Ich lese es trotzdem, weil die eine oder andere interessante Anregung oder das Verständnis, warum wirkt sich Volatilität manchmal so aus, manchmal so, das ist natürlich hier in diesem Buch drin. Und deswegen bekommt dieses Buch von mir 5 Sterne. Und zwar erstens, weil ich jedes Buch, was auf Deutsch erscheint, zum Thema Optionshandel prinzipiell gut finde. Je mehr Bücher wir zum Thema Optionshandel in Deutschland haben, je mehr wir Leute haben, die sich mit Optionshandel beschäftigen, umso besser für uns alle, weil umso mehr werden die Angebote werden. Das heißt, vielleicht gibt es demnächst mal noch ein paar mehr Broker, die auf den Zug mit aufspringen. Das wäre für uns alle gut. Ne? Konkurrenz belebt das Geschäft. Wir können alle was lernen. Deswegen also erstmal schon mal einen Stern, weil es das ein neues Buch ist. Und die weiteren Sterne kriegt es, weil es eine super Qualität hat. Es ist toll geschrieben. Es ist auch so, dass man es wirklich verstehen kann. Es sind Dinge drin, wo man sagt, Mensch, wie war das jetzt nochmal mit dem Roh? Also die man auch nicht so alltäglich braucht, wo man nochmal nachlesen kann. Es ist eine schöne Qualität auch von der Aufmachung her. Es ist sicherlich kein Buch so fürs Nebenweglesen, ne, so am Abend mal im Bett noch eine halbe Stunde, sondern da muss man sich schon ein bisschen hinsetzen. Aber es ist ein tolles Buch und deswegen kann man es empfehlen. Reich wird der Autor mit dem Buch garantiert nicht werden, weil das wird nur eine kleine Zielgruppe finden, weil es eben einfach nicht so an die Masse rausgeht, ne, sondern wirklich ein bisschen spezieller ist. Aber wenn ihr sagt, hey, ihr wollt vorankommen, dann kauft euch dieses Buch und dann tut ihr dem Autor was Gutes, weil der hat da wirklich hier, wer so ein Buch schreibt, ich weiß aus eigener Erfahrung, der hat richtig viel Zeit und Arbeit da reingesetzt. In diesem Sinne, lest euch dieses Buch durch, wenn ihr das Interesse habt, besser zu werden. Link ist unter dem Buch. Schreibt mir dann mal rein, was ihr für eine Erfahrung habt, auch mit solchen Strategien vielleicht. Habt ihr euch solche Strategien schon mal angeschaut? Ist das etwas für euch? Oder sagt ihr, na, ich bin dann doch eher der Anhänger dieser einfachen Strategien, wie ich es beispielsweise mache. Und das ist ja auch überhaupt kein Nachteil, ne? Dass einer sagt, ich mache, oder also dass man sagt, das eine wäre besser als das andere. Du musst im Trading immer etwas finden, was zu dir persönlich passt. Ich bin da eben einfach gestrickt und sage, ich will einfache Dinge haben. Jemand anders sagt, na, ich möchte ein bisschen akademischer haben. Für den ist eben eher sowas gut wie hier im Buch beschrieben. Deswegen Kaufbefehl, kauft euch dieses Buch, lest es, bewertet es gut, auch bei Amazon, der Autor hat es verdient. Und dann hören und sehen wir uns wieder in einem der nächsten Videos. Bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg an der Börse. Denkt daran, wir treten nicht für den Jackpot, sondern fürs regelmäßige Einkommen. In diesem Sinne, euch alles Gute, Servus, macht's gut, bye bye.